Als Anthony Bajaras und Riley Goodrich am 26. Juli 2021 ihr erstes Date hatten, beschlossen sie den Abend mit einer Vorführung von The Forever Purge um 21.35 Uhr im Kino Regal Edwards in Corona, Kalifornien zu beenden. Als das Kinopersonal nach dem Film den Vorführraum betrat, um aufzuräumen und sauber zu machen, fanden sie zu ihrem großen Entsetzen die beiden noch auf ihren Sitzen vor, und zwar mit Blut bedeckt. Die 18-jährige Riley wurde tragischerweise noch am Tatort für verstorben erklärt. Aber der 19-jährige Anthony wurde ins Krankenhaus gebracht und an die lebenserhaltenden Maßnahmen angeschlossen. Anthony Michael Bajaras wurde am 9. August 2001 als Sohn seiner Eltern Brian und Kathleen geboren. Seine Eltern sagten, sie hätten immer gewusst, dass Anthony etwas Besonderes sei. Er konnte mit jedem reden und hatte ein ruhiges, selbstbewusstes Auftreten, das weit über sein Alter hinausging. Anthony war ein Musterschüler, ein Spitzensportler und Mannschaftskapitän seiner Fußballmannschaft. Er engagierte sich auch stark in der darstellenden Kunst und war ein äußerst talentierter Sänger. Im Jahr 2019 begann Anthony unter dem Account It's Anthony Michael auf TikTok zu posten, Gesangsvideos zu drehen und Witze und Challenges zu machen. In den nächsten Jahren wurde er sehr beliebt und hatte fast 1 Million Follower. Am Wochenende des 4. Juli 2021 lernte Anthony die 18-jährige Riley Goodrich kennen, mit der er sich sofort gut verstand. Auch Riley war in ihrem Leben sehr erfolgreich. Neben ihren Erfolgen als Cheerleaderin und Volleyballspielerin betrieb sie ihre eigene Wimpernfirma und hatte ein Stipendium für das Wissenschaftsprogramm der Grand Canyon Universität erhalten. Einige Wochen nach ihrem Kennenlernen machte Anthony mit seinen Eltern Urlaub auf Hawaii, den er auch auf TikTok dokumentierte. Die beiden planten ihr erstes Date, sobald er von dieser Reise zurückkehrte. Als der 26. Juli, der Tag der Verabredung, gekommen war, sagte Rileys Vater, dass seine Tochter extrem aufgeregt war und sich sehr auf das Date freute. Sie machte sich schick, frisierte sich die Haare und Riley und Anthony gingen an diesem Abend zusammen aus. Riley und Anthony kamen im Edwards-Kino an und kauften 2 Karten für die 21.35 Uhr Vorstellung von The Forever Purge. In dem Film geht es darum, dass alle Verbrechen für 12 Stunden legal sind, einschließlich Mord. Eine Gruppe von Freunden kaufte an diesem Abend auch 4 Karten für die Vorführung. Einer dieser Freunde war der 20-jährige Joseph Jimenez. Während des Films bemerkten die 3 Freunde von Joseph, dass er sich merkwürdig verhielt und mit sich selbst sprach. Nach der Hälfte des Films verließ Joseph den Raum und kehrte dann mit einem Rucksack aus seinem Auto zurück. Einer von Josephs Freunden fragte ihn, was in dem Rucksack sei, und Joseph sagte, dass er einen Gurt enthalte. Seine 3 Freunde fühlten sich zunehmend unwohl, als sie sahen, wie er immer unberechenbarer wurde und vor sich hin murmelte, zum Beispiel: Das kann ich Ihnen nicht antun. Da sie befürchteten, dass er tatsächlich eine Waffe bei sich trug, sagten sie Joseph, dass sie auf die Toilette müssten, gingen aber stattdessen nach draußen und verließen das Kino. Als der Film weiterlief, ging Joseph hinter dem Paar und gab dann eine Kugel auf Anthony ab. Als Riley vor Angst aufsprang, gab Joseph auch auf sie eine Kugel ab, so dass sie auf der Stelle verstarb.
Joseph rannte dann aus dem Kino, stieg in sein Auto und raste davon. Als der Film zu Ende war und der Abspann zu laufen begann, kamen die Angestellten des Kinos herein, um mit den Aufräumarbeiten zu beginnen. Sie fanden Riley bereits verstorben vor und Anthony rang mit dem Leben. Anthony wurde schnell ins Krankenhaus gebracht und an die lebenserhaltenden Maßnahmen angeschlossen. Während Anthony um sein Leben rang, versuchte die Polizei sofort herauszufinden, wer für den Mord an Riley und die schwere Verletzung von Anthony verantwortlich war. Sie suchten das Kino auf, um herauszufinden, wer an diesem Abend noch Karten gekauft hatte, und die Spur führte zurück zu Joseph Jimenez. Nachdem sie am nächsten Tag die Presseberichte gesehen hatten, gingen Josephs drei Freunde zur Polizei und sagten, dass sie glaubten, Joseph sei derjenige, der Riley und Anthony auf dem Gewissen habe. Dieser weitere Hinweis führte zu einer Razzia in Josephs Wohnung. Als sie sich ihm in seiner Unterkunft näherten, sahen sie, dass er mit einer Waffe herumfuchtelte. Bei der Durchsuchung fanden sie eine Pistole, die dem Kaliber der Tatwaffe entsprach, sowie Rileys Geldbörse und weitere Beweise für das Verbrechen. Joseph wurde rasch wegen des Verdachts auf Mord, versuchten Mord und Raub verhaftet. Er wurde gegen eine Kaution von $2 Millionen festgehalten. Die Polizei erklärte, die Tat sei völlig unprovoziert und es wurde ohne jeglichen vorherigen Kontakt Kugeln auf die Opfer abgegeben. Anthony Bajaras verstarb am Samstag, den 31. Juli 2021, nachdem er tagelang an lebenserhaltenden Maßnahmen angeschlossen war. Seine Familie war untröstlich, aber sie sagte, sie sei stolz auf Anthony, als sie erfuhren, dass er ein registrierter Organspender war. Nur Stunden nach Anthonys Ableben wurde vor dem Kino eine Mahnwache abgehalten. Die Familienmitglieder bekamen erst 2 Jahre später Gerechtigkeit, als der Prozess und die Verurteilung schließlich im Jahr 2023 stattfanden. Nach Anthonys Ableben wurde Josephs Anklage auf zweifachen Mord und den Vorwurf des Hinterhalts unter besonderen Umständen erhöht, was ihn für die Hinrichtung qualifizierte. Joseph plädierte zunächst auf nicht schuldig in 2 Mordfällen und nicht schuldig aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit, zog diese Bekenntnisse jedoch später zurück. Anstelle eines Strafprozesses verhandelt ein Richter den Fall und ermittelte Josephs Geisteszustand zum Zeitpunkt der Tat im Dezember 2023. Joseph verteidigte sich damit, dass er zum Zeitpunkt der Tat nicht bei klarem Verstand war und an Schizophrenie litt und behauptete, er sei zum Zeitpunkt der Tat unzurechnungsfähig gewesen. Die Verteidigung musste beweisen, dass Joseph zum Zeitpunkt der Tat nicht in der Lage war, die Natur seiner Tat zu erkennen und Recht von Unrecht zu unterscheiden. Sein Anwalt Charles Kenyon beschrieb, wie sehr Joseph unter dem Verlust seiner Mutter 1 Jahr zuvor gelitten hatte. Sie argumentierten, dass Joseph von Stimmen heimgesucht wurde, die ihn aufforderten, Handlungen vorzunehmen und sogar seinem Vater ums Leben zu bringen, bevor dieser ihn und seine Schwester ums Leben bringen könnte. Joseph sagte, dass während des Films aus mehreren Reihen vor ihm, wo Riley und Anthony saßen, Stimmen kamen, die sagten, »Wir werden euch kriegen«. Charles Kenyon erklärte, dass Joseph von den Stimmen in die Irre geführt wurde und im Kinosaal dachte, er hätte keine andere Wahl. Er argumentierte, dass Joseph aus Angst handelte, um seine Freunde und Familie zu schützen.
Charles Kenyon fügte hinzu, dass Joseph nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden konnte. Er sagte Folgendes: Er erkennt die Dinge nicht in Echtzeit. Dinge erscheinen ihm, die nicht da sind. Er hört Gespenster. Das ist eine Person, die buchstäblich unzurechnungsfähig ist. Er glaubt, dass er sterben wird. Alle seine Wahnvorstellungen waren zu 100% schizophren. Wir sind uns alle einig, dass Schizophrenie dies verursacht hat. Joseph ist kein schlechter Mensch, aber die rechtliche Belastung ist, was sie ist. Letztendlich kann man Menschen, die unbewaffnet sind und in einem den Rücken zuwenden und von denen keine offensichtliche Bedrohung ausgeht, aus objektiver Sicht keinesfalls einfach so ums Leben bringen. Sein Anwalt Charles Kenyon kam zu dem Schluss, dass die Person in der Nacht der Tat unzurechnungsfähig war. Joseph war sich zwar über die Art seiner Handlungen im Klaren, aber er war von seinen geistigen Defiziten so übermannt, dass ihm die moralischen Auswirkungen der Tat entgangen sind. Der leitende stellvertretende Staatsanwalt Kevin Beecham widersprach der Verteidigung in fast allen Punkten und betonte, dass es Joseph nicht an Hilfe mangelte, da in den 11 Monaten vor der Tat mehrfach zu psychiatrischen Behandlungen in Krankenhäuser eingewiesen wurde. Er wies darauf hin, dass Joseph, als er vor der Tat mehrmals wegen einer psychischen Erkrankung in ein Krankenhaus eingewiesen wurde, jedes Mal aufgefordert wurde, seine Medikamente zu nehmen und keine illegalen Substanzen zu nehmen. Dennoch gingen ihm die Medikamente aus, er rauchte zudem Gras und trank. Der Staatsanwalt sagte noch Folgendes: Die Anweisungen zur Entlassung waren immer dieselben. Nimm deine Medikamente und nimm keine illegalen Substanzen. Aber er hat genau das Gegenteil getan. Dem Staatsanwalt zufolge erschien Joseph nicht zu Arztterminen, ließ sich seine Medikamente nicht auffüllen, nahm häufig Gras und trank. Er hob hervor, dass Joseph einen Großteil davon mit der Kamera seines Mobiltelefons festgehalten und die Bilder weitergegeben hat. Die Staatsanwaltschaft legte Videos vor, auf denen zu sehen war, wie Joseph rauchte und sich ganz normal mit Freunden unterhielt, als Beweis dafür, dass er nicht außer Kontrolle geraten war. Er nutzte diese Beweise, um zu argumentieren, dass Joseph sich seiner Handlungen bewusst war und zum Zeitpunkt der Tat zwischen richtig und falsch unterscheiden konnte. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass Josephs Handlungen zeigten, dass es kein moralisches Dilemma gab. Nach der Tat hatte Joseph ein Schuldbewusstsein, als er Rileys Geldbörse entwendete, aus dem Kino durch den Notausgang floh, zu seinem Auto sprintete und Stoppschilder überfuhr, um zu entkommen. Sie behaupteten, Joseph habe gewusst, dass die Opfer unschuldig waren und hätte sie nicht ums Leben bringen müssen. Er hatte sich 20 Minuten vor der Tat dazu entschlossen, nachdem die Stimmen, die ihn dazu aufforderten, verstummt waren. Staatsanwalt Beecham sagte Folgendes: Warum sollte er unbewaffnete Opfer aufgrund von Drohungen ums Leben bringen? Er hätte keine Kugeln auf diese Opfer abgeben müssen. Er war zurechnungsfähig. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass Josephs bewusste Handlungen vor und nach der Tat darauf hindeuten, dass er sich der Art und der Folgen seiner Handlungen bewusst war und widersprach damit der Behauptung der Verteidigung, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten war. Als der Richter zu entscheiden hatte, ob Joseph zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig gewesen war, erklärte Richter Timothy J. Hollenhorst Folgendes: Es steht außer Frage, dass der Angeklagte an Schizophrenie leidet. Für dieses Gericht ist auch klar, dass der Angeklagte seine psychischen Probleme nicht angemessen behandelte, da er seine Medikamente nicht regelmäßig einnahm. Der Richter bemerkte an, dass Joseph Diebstahl von Rileys Geldbörse nach der Tat sein Urteil beeinflusst hat,
ebenso wie Josephs normales Verhalten, als er eine Angestellte vor dem Kino nach ihrer Telefonnummer fragte, seine Freunde vor der bevorstehenden Tat warnte, danach durch einen Notausgang wegrannte und der Polizei nicht sofort von diesen Stimmen berichtete. Am Ende entschied der Richter, dass Joseph geistig zurechnungsfähig war, als er die beiden Teenager ums Leben brachte. Bei der Urteilsverkündung traten die Familien der beiden Opfer in den Zeugenstand und sprachen Joseph direkt an und erzählten ihm, wie er ihre Welt erschüttert hatte. Anthonys Mutter sagte Folgendes: Jede Nacht versuche ich, mich an sein Lächeln zu erinnern und nicht daran, wie er auf dem Boden liegt, mit einer Wunde, die du ihm zugefügt hast. Anthonys Schwester J.D. sprach darüber, wie sehr sie ihren großen Bruder vermisst und wie sehr die Tragödie sie verletzt hat. Sie sagte Folgendes: Ich will Gerechtigkeit und ich will Frieden für meine Familie. Es ist an der Zeit, dass wir diesen Teil hinter uns lassen und anfangen, uns vollständig davon zu erholen. Anthonys Vater hielt das Foto seines Sohnes in die Hand und sprach über die Entscheidungen, die zum Mord an seinem Sohn führten. Er sagte Folgendes: Du hast das Leben von zwei jungen Menschen gestohlen, die so viel Potenzial hatten, Großes zu erreichen. Anthony war so voller Leben und hat so viele Leben auf positive Weise berührt. Die Eltern von Riley waren zu bestürzt, um anwesend zu sein, aber ihr Großvater trat in den Zeugenstand und sagte Folgendes: Der vergangene Dezember war das erste Mal seit 3 Jahren, dass es im Haus Goodrich so etwas wie eine Art Weihnachten gab. Zum Schluss trat auch der 23-jährige Joseph Jimenez selbst in den Zeugenstand und sagte Folgendes: Ich möchte den Familien nur sagen, dass es mir leid tut und ich wünschte, ich hätte das nie getan, was ich getan habe. Wenn die Dinge anders hätten laufen können, hätte ich eine andere Entscheidung getroffen. Timothy Hollenhorst, Richter am Riverside-Bezirksgericht, hatte noch eine letzte Botschaft für den Gerichtssaal und für Joseph. Er sagte: Eltern sollen keine Kinder begraben. So sollte das Leben nicht funktionieren. Das Gericht hofft, dass sie tief in ihrer Seele Trauer empfinden, weil sie das Leben zweier unschuldiger Opfer genommen haben. Joseph Jimenez wurde am 26. Februar 2024 zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit der Bewährung verurteilt, sowie zu weiteren 50 Jahren bis lebenslänglich. Nach der Tat kam die Gemeinde zusammen, um zu zeigen, wie viel die Jugendlichen ihnen bedeuteten und wie sehr sie alle beeinflusst hatten. Sowohl für Riley als auch für Anthony wurden Spendenseiten eingerichtet, um die Beerdigungskosten zu decken. 600 Menschen nahmen an Anthonys Beerdigung teil, um ihm für seine Freundlichkeit zu danken. Seine Mutter, sein Vater, seine Schwestern und viele Cousinen hörten Geschichten darüber, wie Anthony Freunden zwischen verschiedenen Jobs Geld lieh, dem schüchternen, unbeholfenen Kind in der Klasse die Hand reichte oder einfach jemanden, der einen schlechten Tag hatte, mit seinen einnehmenden, freundlichen Lächeln begegnete. In einer Erklärung sagte seine Familie: Von seinem schnellen Lächeln bis zu seinem mitfühlenden Herzen war Anthonys Anwesenheit ein Geschenk für alle, die ihn kannten. Anthonys Eltern betonten, dass sein größter Einfluss nicht auf einer sozialen Medienplattform lag, sondern darin, wie er andere Menschen einfach durch die Art und Weise, wie er sie behandelte, beeinflusste. Auch Anthonys Fußballkameraden würdigten ihn auf dem Spielfeld, einem Ort, den er so sehr liebte. Vor einem ihrer Spiele nach seinem Ableben trugen sie alle Trikots mit der Nummer 9 und Anthonys Name darauf, als sie zu ihm zu Ehren trainierten. Außerhalb des Kinos schrieben Freunde und Angehörige Botschaften zum Gedenken an die Opfer und stellten eine lebensgroße Figur von Riley Goodrich auf.
Vor der Küste von Seal Beach in Kalifornien wurde zu Ehren von Riley ein Paddelausflug veranstaltet. Rileys Familie stand am Ufer, während die Angehörigen schwammen oder auf Surfbrettern in den Ozean hinausfuhren. Sie bildeten einen Gebetskreis und spritzten das Wasser hoch, um Riley zu ehren, die den Strand sehr liebte. Rileys Familie setzt sich für die Einführung von Metalldetektoren in Kinosälen ein, damit nicht noch mehr Menschen umkommen. Riley und Anthony wurden viel zu früh aus dem Leben genommen. Beide waren jung, hoffnungsvoll und hatten ihr ganzes Leben vor sich. Ihre Zukunft war rosig, voller Potenzial und sie wurden in einem Moment ums Leben gebracht, der eigentlich voller Glück und Aufregung sein sollte. Ein erstes Date. Die selbstsüchtige und bösartige Tat von Joseph beendete zwei schöne Leben und erschütterte unzählige andere. Seine Tat war sinnlos und grob und zeigte eine völlige Missachtung des Wertes des menschlichen Lebens.